Wenn du produktiv mit deinem iPad arbeitest, so ist natürlich absolut zwingend, dass deine Daten permanent in ein Backup gespeichert werden. Dass, falls das iPad mal gestohlen werden sollte oder vielleicht kaputt geht, dass du also jederzeit deine Daten wieder auf das reparierte oder neu erstandene Gerät zurückspielen kannst. Das Backup ist im Prinzip schon vorbereitet, wenn du einen iCloud-Account hast. Wir sind hier in den Einstellungen unter iCloud. Du siehst, ich bin angemeldet. So kannst du hier unter Backup das Backup aktivieren und du siehst, meines ist heute um 15:35 Uhr zum letzten Mal erstellt worden. Du kannst es auch manuell auslösen und dann werden die aktuellen Daten hochgeladen. Falls es mal ein Problem geben sollte, so liegt das möglicherweise daran, dass du zu wenig Speicher hast. Da käme hier eine Warnung. Du siehst, ich habe jetzt da relativ viel. Ich habe noch Speicher dazu gekauft. In diesem Fall müsstest du also Daten aus deinem Backup oder deinem iCloud Drive wieder löschen. Meist sind die großen Platzverbraucher die Fotos. Und du siehst, in meinem Fall habe ich die Fotosynchronisation deaktiviert. Meine Fotos werden also nicht automatisch in die Cloud ausgelagert. Ebenso kannst du unter iCloud Drive noch einstellen, welche Dienste das effektiv permanent ihre Daten auch in die Cloud auslagern. Bei mir ist hier alles grün, weil ich so viel Platz habe. Da kannst du dann aber noch je nachdem recht viel Speicherplatz einsparen. Ja, und zu guter Letzt noch ein Hinweis. Natürlich sollte bei dir auch mein iPad Suchen aktiviert sein. Für den Fall eines Diebstahls oder falls es verloren geht, kannst du es hier wieder orten und eine andere Person kann dieses Gerät nicht löschen, ohne deinen Code und dein iCloud-Passwort zu kennen. Und das ist ja hoffentlich nicht mit deinem Post-it-Zettel auf dein Gerät angebracht. Ja, und zu allerletzt noch der Hinweis, um eben Platz zu sparen, verwende ich meist noch weitere Cloud-Dienste, zum Beispiel die Schulwolke. Hier kann ich bequem große Filme und Fotos hochladen und sie dann vom iPad löschen. Und wenn ich sie wieder mal brauche, kann ich sie von dort wiederholen.